Willkommen zurück, Freunde, zu einer weiteren Folge der Binding of Isaac. Heute ist das Wochenende gestartet, sein Tun, Samstag ist da, yip yip hurra. So, sehr gut. Dank den Reim habt ihr jetzt nicht verstanden, also nicht, habt ihr nicht mitbekommen, dass ich keinen richtigen deutschen Satz gebildet habe. Und jetzt lege ich einfach los. Wir spielen heute auf jeden Fall die God Mode wieder. Und ich würde sagen, einfach random mit irgendjemandem. Ich möchte auf jeden Fall, ach ja, ohne Cappy heute, weil einfach keiner in der Nähe ist. Ich weiß nicht, wo die gerade ist. Verdammt nochmal. Drake! Wir spielen heute mit Drakey, Drokey, Drag. Auf jeden Fall ist mein Ziel, ja, was ist mein Ziel? Mein Ziel ist es auf jeden Fall, diesen blöden Satan zu finden. Den alternativen Mega-Satan. Und man darf da, also man muss nichts anderes tun, außer hier abzukratzen, wie ein verrückter Irrer. Ach du Scheiße, ist das ein Raum. Der will mich doch verarschen. Wie soll ich das denn machen? Der ist tot. Okay, sehr schön. Man muss nur ein bisschen aushalten. Heilige Mutter Gottes. So, ich mache bei mir ein bisschen leiser. Ganz viele Pillen. Okay, geil. Ja, es wird ja immer besser. Und Amnesia. Gut. Wie wär's, wenn wir jetzt noch Health Down, Tears Down und Speed Down finden? Dann wär's optimal. Verdammt nochmal. Immerhin wissen wir, wie jetzt so eine Amnesia-Pille aussieht. Und da wir Kane sind, ist es gar nicht so schlimm, dass wir jetzt, IO Wizard sind, weil wir schießen ja nur aus einem Auge, weil Kane ja diese Augenklappe hat. Mein Gott, ist das Spiel realistisch, ne? Viel zu realistisch, wenn ihr mich fragt. So. Auf Wiedersehen. Und da ist der Itemraum. Und in der God Mode sind die Itemräume immer ziemlich sexy. Naja, Amnesia. Ja komm, wenn schon, denn schon, würde ich sagen, ne? Ja, wir können wieder normal schießen, sehr schön. So, Wiedersehen in den Shop. Da müssten wir eigentlich rein, wegen den Gratis-Items und alles Mögliche, aber noch nicht. Vielleicht doch. Warte mal. Dead Sea Scrolls, wir haben da auf jeden Fall... Wir haben hier nichts gespendet, ne? Das ist ein bisschen blöd. Was ist hier drin? Ah, Kohle. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dead Sea Scrolls, ne, die behalte ich hier. Also, die will ich nicht mitnehmen. Ich will dann lieber dieses kleine Damage-Upgrade. Wir bekommen dann mehr Champions, aber hey, in der God-Mode kriegst du ja 1000 Champions ins Gesicht geworfen, Mann. Wer ist es? Famine. Okay, sehr schön. Oh, da sehe ich einen Stein. Da sehe ich einen Stein. Leg meine Bombe da hinten. Ich sehe einen Stein. Ist da ein Damage-Up? Bitte. Oh, bitte, Baby, bitte. Nein, nur ein Herzchen. So. Übrigens hatte ich hier einen Winstreak von minus 3. Das ist ja der andere Speicherstand. Ist es der andere Speicherstand? Der dritte, ne? Ja, klar. Ich habe versucht, mit The Lost mal ein bisschen zu spielen und nur zu gucken, wie ist es, The Lost Streaks zu machen. Und ich habe mich echt angestrengt, habe nicht mal einen Run geschafft, ey, scheiße. Also, The Lost Win Streaks sind eher so eine Sache. Ich werde heute übrigens streamen, so ab 17 Uhr wieder, bei World of Nerds und dann wieder bei mir. Damit ihr schon mal Bescheid wisst. So. Tot, 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 tot. Tot, 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 tot. Tot, tot, tot. Tot, tot. Komm schon, stirb jetzt! Mach ich die Fliege tot, dann habe ich ein Erfolgserlebnis. Oh Mann, wir haben selbst schon jetzt Probleme bei diesem Boss hier. Das wird ja eine spaßige Angelegenheit. Immerhin haben wir jetzt so ein Ding um uns herum. Are you a wizard? Verdammt nochmal. Wir haben echt keine guten Pillen in dem Pillenpool. Bis jetzt. Oh, zacke, zacke, Raum. Darauf habe ich ein bisschen gehofft. So, und hier lege ich mal eine Bombe. Ich hätte gerne auch, ich hätte gerne 15 Münzen, also 5 Münzen, also noch 2 Stück. Oh, yes, Baby. Das ist das, was ich suche, Mann. Ein kleines Damage-Upgradechen. Sehr schön. Okay, 2 Trollbomben. Gut. So, pass mal auf. Ich hätte gerne 5 Münzen für den Arcade Room, damit er spawnt. Gibt es hier noch irgendwie eine Möglichkeit? Ja, das da kriege ich nicht. Warte mal, war hier nicht Feuer? Ne, waren Pilze. Ich könnte ihn in die Luft jagen. Nee, aber vielleicht kriegen wir einen Angel-Deal. Vielleicht haben wir die Chance auf einen Angel-Deal. Das wäre auch ziemlich gut. Hier gab es keine Töpfe. Nur Feuer. 2 Münzen. Keine 2 Münzen. Na gut. Ist ja anscheinend zu viel verlangt, was? 2 Münzen, irgendwer? Ja, das hier kann ich auch mitnehmen. Hab ja eh nichts, ne? Scheiß drauf. Na gut, dann halt auf der übernächsten Ebene holen wir uns so einen Arcade-Room. Weil im Arcade-Room könnte auch etwas Cooles drin sein, auf jeden Fall. Aber naja, haben wir jetzt nicht hinbekommen. Der spawnt ja jede zweite Ebene. Dankeschön. Weg mit dir. Und hier sprengen wir. Wir machen hier nur Plus. Bad Gas, Mann. Was soll ich denn damit anstellen? Ups. Da ist es rausgekommen. Tut mir leid, da konnte ich nicht länger einhalten. Okidoki. Da ist der nächste Zacki-Zacki-Raum. Und hier haben wir wieder ein paar neue Gegner. Ah, der dreht sich andersrum. Verdammt nochmal. Ich dachte, der Cube of Meat. Warte mal, dreht er sich immer in diese Richtung? Jetzt bin ich verwirrt. Ich dachte, der dreht sich im Uhrzeigersinn. Oh, seht ihr mal, was wir bekommen haben. Sehr schön.
Sehr sexy. Die Items werden wieder angezeigt. Easy peasy. So lernen wir die Items kennen. Und die Items kennen uns. Lernen uns kennen. So, jetzt habe ich... So, ich war heute mit Jana Pflanzen kaufen. Wir haben jetzt ordentlich Pflanzen. Speeddown. Jetzt geht's los. Na, wo ist die Tierstown-Pille? Man, das sieht schon viel erotischer aus alles. Da drüben auf der Fensterbank stehen ein paar Kakteen, aber da brauchen wir noch eine andere Pflanze, noch etwas, eine etwas größere Pflanze. Eine Pflanze, die das Ganze etwas dominiert und heilige Scheiße, sind hier geile Sachen drin. Ich will den D6 haben. Und ich will das hier haben. Ich will den D6 haben, will den D6 haben, will den D6 haben und scheiße, sind wir langsam. Aber unbedingt Speed-Up-Dinger. So. Also bis jetzt läuft der Run ganz gut. Da war gerade eine Münze, die holen wir uns. Aber zuerst machen wir das so, sehr schön. Ich müsste vielleicht erstmal den D6 holen, damit wir im Devil Deal, falls er gleich auftaucht, rerollen können, wenn er nur Bullshit ist. Ja, so machen wir das. Und her damit. Ich hätte auch gerne die Spritze. Ich hätte alles hier, verdammt nochmal. Eigentlich nur noch die Spritze. Und irgendwas, was mir Speed-Up macht. Oh nein, wir haben ein Problem. Wenn wir so bleiben, haben wir echt ein dickes Problem. Let's go! Da kann uns nicht mal Deadly Souls helfen mit seinem Training da. Da bleiben wir ein dickes Problem. So. Auf Wiedersehen, mein Freund. Ohne Schaden zu nehmen. Sehr nice. Der One-Up, ey, extra Leben, das ist ganz gut eigentlich. Ich glaube, das Brimstone-Baby nehme ich auf jeden Fall mit das da. Ja, dann bleiben wir lieber hierbei. So, macht auch ein +1 Damage ab, ne? Und das Brimstone-Baby ist auch ziemlich sexy. Hätte ich nur gerne an zweiter Stelle jetzt, dieser One-Up an zweiter Stelle. Das ist natürlich mega geil. Ist hier irgendwo Geld drin? Lass mal die Ebene abchecken. Vielleicht finden wir gleich einen goldenen Kackhaufen. Komm schon, ich will dir lila eine Spritze. Oh, Itemraum. Stimmt, da war ja auch noch was. Vielleicht bekommen wir da das Krönchen und das gibt uns 25 Münzen. So. Eieiei. Na? Brimstone Baba? Was haben wir da? Die Fire Rate haben wir ab. Okay, cool. Ich hole mir das auf jeden Fall, auch wenn wir ein bisschen Damage down bekommen. Wie viel Damage eigentlich? Damage mal 0,9 minus 0. Alter, das multipliziert ja diesen scheiß Damage. Okay, ich mach das auf für eine Münze vielleicht. Leider nicht bekommen. Die Schere nehme ich jetzt nicht mit, auch wenn die ziemlich OP ist, aber. Ich will der sein, der OP wird. Nicht so eine blöde, billige Schere. Ich würde gerne hier sprengen. Schaffe ich beide zu erwischen? Naja, schaffe ich, aber. Hab nichts bekommen. Ist hier vielleicht der Geheimraum, bitte? Das ist natürlich jetzt mega ärgerlich. Na egal, wir lassen jetzt die Spritze liegen. Wir haben eine. Ja, kann ich mir nicht holen. Warte mal, bin ich eigentlich. Hier, guck mal. Store Credit! Easy, holen wir uns jetzt was gratis hier. Ein Damage Up, würde ich sagen. Ja, holen wir uns direkt das Damage ab. Ich habe gar nicht gesehen, dass da oben das Store Credit ist. Na, zum Glück, zum Glück, zum Glück, zum Glück. So, ein bisschen Speed Up haben wir auch bekommen und Damage halt. Sehr schön. Okay. Da können wir halt nicht rerollen, aber hey, für die nächste Ebene. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Let's do the shit. Morgen kommt übrigens wieder eine alte Folge, also The Binding of Isaac Eternal Edition. Dann geht's wieder in der Woche weiter mit, mit den Windstreaks, genau, mit Eden weiter. Auch im Let's Play. Heute auf meinem, also im Livestream machen wir auch Eden Streaks, unterhalten uns wieder ein bisschen, ne? Und vielleicht Counter-Strike, aber bin ich mir noch unsicher. Da bin ich mir noch ein wenig unsicher. So. Ja, die Fire Rate gefällt mir. Die ist schon ziemlich erotisch. Okay, was haben wir hier so Interessantes? Nehmen wir mal das hier mit. Und den Kackhaufen. Genau, da können wir uns jetzt ein bisschen Geld holen. Mit etwas Glück. Da machen wir Scheiße zu Gold. Ja, Mann. So. Und nicht vergessen, wir können auch im Shop ein wenig rerollen zur Not. Da kommen bestimmt auch gute Sachen. Der Itempool im Shop ist bestimmt auch hier ziemlich sexy in der God-Mode, auf jeden Fall, Mann. Aufnahme stoppen. Sehr gut, ich nehme auf. Eine Pretty Fly. Eine gute Pille. Jetzt geht's aber los hier. Na, jetzt geht's aber los. So, direkt rein hier. Erstmal die Mistviecher hier zerstören. Ah, verdammt. Ja, das ist halt passiert. So, okay, weg damit.
Na, tu nicht so hart. Lass einfach los. Geh zu deinen Freunden. Dankeschön. Hier haben wir ein AP-Upgrade. Meine Seite juckt. Ah! Mach doch ein bisschen Luck ab, ne? Ja, nehmen wir mal mit. Luck ab ist ganz gut. Ne, verändert aber gar nichts. So. Hier haben wir auch noch eine Münze und sowas. Okay, wo ist der Itemraum? Wo ist der Itemraum? Ich reroll hier einfach mal. Okay, nichts bekommen. Gut, weiter geht's, Mann. Wir sind jetzt Catacombs 1, ja. Wir brauchen wieder 5 Münzen, damit wir halt den Arcade Room bekommen. Und da sind auch sexy Items drin. Wir müssen einfach alles aus diesem Run holen. Alles rausquetschen, die ganzen Items, die sich überall verstecken. So, sehr schön. Wir bekommen aber keine Kohle, verdammt. So. Ich muss mal gucken, vielleicht gab es da wieder ein Update, weil ich habe schon gelesen, dass viele sich beschwert haben, also in dem Forum da, dass sie diesen Effekt nicht cool fanden in der Kathedrale. Und da wollte ihn, glaube ich, rauspatchen, wenn ich mich nicht irre. Ich muss mal gucken. Bloody Bunny. Der droppt Herzen, wenn wir Münzen aufheben, ne? So war das. Musste ganz kurz überlegen, ey. Schon ganz vergessen. Heilige Scheiße. Nicht schlecht. Gempi kann uns den Arsch retten. Hab mir schon auf den Arsch gerettet. Speeddown nehmen wir mit. Vielleicht bekommen wir irgendwie PhD. PhD irgendwo? Nein. Taurus nehme ich auch nicht mit. Ich nehme das hier auf jeden Fall mit. Die Maske. Hey, zusammen. Ich weiß nicht. Nehme ich die Maske mit? Autsch, verdammt nochmal. Ich glaube, ich nehme die Maske mit. Die schützt uns auf jeden Fall vor dem Schaden. So. Da will ich auf jeden Fall die Münze hier holen. Spasiba. Was soll das denn? Okay, also diese Poison Tears wären schon nicht schlecht. Ne, warte mal, das ist doch Virgo. Da haben wir jetzt noch gute Pillen. Stimmt ja. Hier haben wir unser PhD. Bam, easy. Ich verwechsel mal Poison Tears mit Virgo. Ich Dödelchen. Ich Dödelchen. Oh Mann, ich mache es. Ich mache es. Ich bin verrückt. Ich tu's. Ach, stimmt ja, die Karten wieder. Was machen die Karten? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, und wir bekommen ordentlich Kohle. Das heißt, wir können nochmal rerollen. Life Aid. Ja, okay, habe ich mir schon gedacht. Ich bräuchte aber eine Karte, die mich rausportet. Tears. I can't leave his gun. Naja, ihr habt doch gesagt, irgendwie die Zahlen sind gleich. Also Akt. Das ist was jetzt? 13. Akt 13. Ja, als ob ich mir die Zahlen gemerkt habe von den Karten. Komm schon, Mann. Akt 13. Was ist das? Geschlechtsakt 13. Ich gehe mal ganz kurz in den Shop. Hol mir die Batterie. Wir haben ja gute Pillen jetzt nur noch. Explosive Diarrhea, das ist nicht so gut. Okay, ich hätte gerne irgendetwas, womit ich mich rausporten kann, damit wir halt in den Bosswasch kommen könnten. Ne, das hört jetzt auf damit. Hört jetzt auf damit. Ja, ein paar Poison Bombs, okay, warum nicht? Gut, nehmen wir halt mit. So, jetzt ziehen wir aber alleine. Jetzt ziehen wir aber alleine. Also, ich wusste gar nicht, dass der Damage also multipliziert wird, ne? Warte mal, Tears. Was ist Tears? I can't believe he's gone. Nein. Final. Finale hieß irgendwie die Suicide Card, ne? Was ist Tears? Death, würde ich sagen. Tears ist Death. Ups, Feuerchen. Tears ist Death. Dankeschön. Würde ich jetzt gerne schon einsetzen bei diesen Mistviechern hier. Weg mit euch, weg mit euch, weg mit euch. Ja, hier lege ich mal eine Bombe. Arrier Wizardo. Verdammt nochmal, die muss auch mal einen positiven Effekt bekommen. Weißt du, dass man Doppelschüsse hat oder sowas? Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Wenn man PhD hat oder sowas, dann schießt du halt 2 Schüsse nach vorne. Oder doppelt so schnell nach vorne oder sowas halt, ne? Das Übliche halt. Eieiei, hält ja viel aus, Mann. So, wir sind Catacombs 2 erst, meine Güte. Oh, neuer Gegner! Warte mal, was? An wen ist der angelehnt? Oder komplett neu? Der ist ja krass. Aber die Viecher im Raum, die stören eher. Die sind irgendwie noch krasser als du.
Der Knochenhaufen. Verdammt, jetzt habe ich auch weitergedrückt. Ich muss die Ladezeiten laden lassen. Verdammt nochmal, was stand da? Verdammt nochmal, was stand da? Hätte ich jetzt gerne gewusst. Wir kriegen... Ach so, stimmt ja. Weil wir hatten ja gratis Devil Deals, ich Idiot. Okay, warte mal. Also ich nehme das auf jeden Fall mit. Und dich sprenge ich mal und wir rerollen jetzt gleich den Chisel-Dizzle hier. Wir haben 3 Chancen auf, Leider haben wir aber schon ein Special-Item mitgenommen, den D6, da verringert sich die Chance. Autsch. Jetzt geht's aber los. So. So. Ich will die Items nicht aufheben. Okay. Mit. War das nicht so, dass wenn man hier was drin lässt, dass es offen bleibt? Ich lasse mal die Karte hier drin. Es müsste jetzt offen bleiben. Ihr habt mir mal sowas gesagt. Ich habe es noch nie getestet. Warte mal testen. YOLO oder Dolo. So, dann lass uns mal ganz kurz das hier aufladen und dann auf geht's, Mann. Der Relic habe ich jetzt zur Sicherheit mitgenommen. So ein paar blaue Herzchen, die spawnen. Das ist nicht schlecht. Okay, sehr schön. Du bist auch gut. Ich würde gerne alle meine Herzen verlieren, damit ich da rein kann. In den Kampfraum. Ja, lässt er mich nicht. Speeder. Poison Touch macht ja auch Speed Down ein bisschen, ne? Das muss man auch ein bisschen aufpassen. Ist schön versteckt. Aber in diesem Falle können wir es mitnehmen, weil wir schon ein paar Speed-Up-Dinger hatten. So. Testen wir gleich mal, ob das jetzt offen bleibt oder nicht. Oder ob es nur ein Mythos war. Ein Mythos. So, fliegen wir nicht schlecht. Autsch. Aber wisst ihr was? Vielleicht auch ein Ich nehm's mit. So, das sind auch so Items, die man nie findet irgendwie, ne? Im normalen Isaac. Okay, lass mal gucken, ob's da ist. Lass mal gucken, ob's da ist. 15 Minuten, Catacombs 2. Schon wieder schaffen wir den Boss-Rush nicht. Hm, ist auch sehr schwierig, da reinzukommen, Mann. Sehr schwierig. Muss man schon sehr schnell spielen. Ne, bleib zu. Schade, 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 Schokolade. Marmelade. Da ist kein Geheimraum. Dann suchen wir jetzt mal den Itemraum, ja. Oh, Hallöchen. Bitte verschwinde du nicht so schnell. Na, jetzt kriegen wir auch noch so einen scheiß Schutz. Ich flippe aus. Aha. Aha. Eine weiße Spritze, die macht auch noch ein bisschen. Und Shot Speed Up. Okay, kein Problem. Nehmen wir mit. Jetzt sind wir in echt... Flotter Kollege hier. Düsen hier rum für die Bumsumsum. Sehr schön, her mit den Münzen, die holen wir uns gleich. So. Oh, draußen wird es auch mächtig dunkel. Es wird gleich gewittern, was weiß ich. Verdammt nochmal. Was haben wir hier? Ach, das Buch. Zitrone. Ich hole mir das hier wegen den Pillen. Mal so ein bisschen. I can see forever, okay. Speed up. Ja, dann nehmen wir das hier mit. Ansonsten würde ich sagen, brauche ich hiervon gar nichts, Mann. Warte mal. Okay, da ist der Geheimraum. Schön. Ja, da haben wir Geld auf jeden Fall. Ich reroll mal hier. Hier gibt es auch cooles Zeug. Okay. Schaffen wir es noch, unseren Würfel aufzuladen? Leider kommen wir nicht in den Kampfraum rein. Ach. Ärgerlich, 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 das Ganze. Ist hier irgendwo der Geheimraum super? Ja, hier geht's leider nicht weiter. Scheiße. Könnte droppen vielleicht. Heilige Kacke, das Cage. Oh. So ein Möchtegern Cage. Mhm. Pretty Fly. Can't afford your energy pille. Okay. Da rein wäre ich jetzt gerne gegangen.
Hey du, oh, der Batterie. Und wir können, wir können sogar zweimal rerollen. Na, in diesem Fall scheiße ich sogar auf den Boss Rush und mach lieber hier reroll ein bisschen. So. Oh, da regnet. What the fuck? Das Glas wackelt extrem, ey. Heilige Scheiße, nicht schlecht, Mann. Krass. Draußen steht noch eine Tasse, verdammt nochmal. Die muss ich auch gleich reinholen. Und mein Bruder ist jetzt gerade unterwegs, eigentlich. Und will sich hier Controller abholen, weil der geht zum Geburtstag und will halt daddeln. Ich nehme das hier mit. Okay. Jetzt muss den ganzen scheiß Weg nochmal laufen, was? Für eine Batterie. Lalala. Oh Mann. Wollen wir einfach in die nächste Ebene gehen? Oder komm, wir versuchen es. Wir versuchen es. Nicht! Ich habe keine Lust. Voll weit, ey. Machen wir es für den nächsten Shop hier. Oh, hier sind wir. I can see forever. Let's do this shizzle dizzle. Oh, neue Gegner, neue Fliegchen. Ja, ist schon echt gut gemacht. Auch wenn das Ganze... Ich weiß nicht, das sieht irgendwie nicht so stimmig aus, das hier. Und die Musik gefällt mir auch nicht. Also die Womp-Ebene gefällt mir überhaupt nicht. Das ist nicht die Womp-Ebene, ich meine die Depths-Ebene. Da gefällt mir das andere mehr. So, wir haben jetzt auch schön die Batterie, womit wir Aufladungen speichern können. Das ist mehr als geil. Das ist mega pornös, Mann! So. Sexy Maxi, her damit, dankeschön. Okay, warte mal, das nehmen wir auch mit. Aber gestern gab es wieder so einen Kommentar mit: Hey, 500 ist cool, aber könntest du wenigstens weniger reden? Das stört die Stimmung. Ich habe schon versucht, langsam zu reden. Also weniger zu reden, verdammt nochmal. Aber dann guck dir ein Walkthrough an. Das verstehe ich nicht. Das ist ein verdammtes Let's Play, eigentlich. Steht zwar nicht mehr im Titel, weil es uncool ist. Let's Play in den Titel schreiben ist so 2014, ey. 2013 eigentlich. So. Yo, was geht da draußen ab? Heilige Mutter Gottes. Das sieht crazy aus, Mann. Phew. Vielleicht wird der Balkon jetzt endlich gereinigt. Ich hoffe es. Ich muss mir noch einen Besen holen. Hab keinen. Das ist voll die Weltuntergangsstimmung. Tut mir leid, das habe ich noch nie gesehen. Und wenn man ganz oben wohnt, sieht das noch krasser aus. Oh, die Aufladung ist pink, sehe ich gerade. Richtig geil. Ja, lass knacken. Na, was hast du so für mich hier? Cricket's Head irgendwo? Nein, dann halt nicht, Mann. Was ist eigentlich besser? Cricket's Head oder der Magic Mushroom? Der Magic Mushroom, der macht ja noch, alles der jetzt ein bisschen upper, ne? So, okay. Ich würde jetzt gerne meine Aufladung rauslassen. Wenn es möglich wäre. So. Wir sind in Coles 1. Ja, da können wir direkt hier hingehen. Ich hoffe, wir kriegen hier den Angel Deal. Komm schon. Give me that Angel Deal. Was geht mit dem ab? Verdammt nochmal. Die 4 Shots machen ihn ja richtig fertig. Der ist ja wie auf Drogen, verdammt nochmal. Voll den Trip hat er. Okay, das lasse ich erstmal. Na, leider. Ein Devil Deal. I shall not go alone, the final. Das ist doch das Ende, oder nicht? Richtig, ich hab's eingesetzt. Jetzt hol ich mir das hier, hab ein paar Items bekommen. Und ein paar Kisten. Aber sonst nichts Cooles. Gems, ja, damit können wir Geld multiplizieren. Bob's Brain. Ich glaube, den nehme ich mit, einfach wegen Sad Bombs und sowas. Ihr wisst, mein Fetisch. Den nehme ich mit. Das nehme ich auch mit, sehr gut. Okay, so, sehr schön, oder? War doch gut, Mann. Bam! Ist doch gut gewesen. So, jetzt holen wir uns den restlichen Shizzle Dizzle. Ja, Gems einsetzen, ja, ich bin ja eh schon gleich voll. Mir bringt jetzt nicht so viel.
Ich hoffe, der Bob wird uns jetzt nicht zerstören. Ich würde hier dran auch gerne spielen. Vielleicht bekommen wir Cancer oder Curved Horn. Das ist mir schon sehr wichtig. Oder andere coole Karten, wie zum Beispiel The Fight. Ah, das ist der, hier, der Emperor. Die Emperor-Karte, sehr schön, sehr schön. Bäuchchen. So. Ah, das ist beruhigt. Sah auf jeden Fall sehr geil aus, der Sturm, Mann. Ich liebe Gewitter. Heute Nacht ist auch gewittert. Vielleicht nehme ich auch das hier mit. Einfach, weil ich Bock drauf habe auf so einen Swaggy-Wurm. Ja, sieht doch geil aus, Mann. Gefällt mir. Jetzt noch Piercing-Shots. Dann geht's ab. So, wir sollten vielleicht auch ein bisschen in den Automaten spenden, was? Eden ist dead, bitte was? Komm schon. Okay, was ist das? Boom, Item-Multiplayer. Bomben können wir multiplizieren, kein Problem. Na komm schon, gib uns etwas. Etwas Cooles, Mann. Global Impact. Ja, das ist die Sonne. Okay, ja, da sehen wir schon mal alles. Einfach mal mitnehmen. Ja, wir könnten jetzt hier noch ziemlich lange spielen. Ich glaube, ich gehe jetzt mal. Vault of Heart. Hallo. Können wir so hier dran spielen. Crazy. Spielen an allen Automaten. Wir werden jetzt spielsüchtig. Nein. Komm schon. So, die geben nichts. Ne? Doch, jetzt explodiert. Okay, wir kriegen immerhin das. Immerhin hat es ein Ende. Okay, ich habe aber gerne die Schicks dabei. Was kommen denn hier? Laser? Nein, 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 nein. Wäre es der andere Laser, würde ich mich noch vielleicht dazu überreden, aber das... Nee, 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 nee. Au, 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 au. Oh, yeah, 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 yeah. Aber sowas von nehme ich das mit. So, wenn wir jetzt 2020 mitnehmen, Kane bekommt ja auch den Effekt, ne? Dann ist es ja wiederum unlogisch, ey. Das Spiel ist voll, das wechselt immer so logisch, nicht logisch, ey. Das ist voll unberechenbar, ne? Ich hätte gerne Piercing-Shots. Wir haben da einen großen Itemraum, das ist schon mal... Das gibt Hoffnung für viele Items, die wir rerollen können. Und vielleicht finden wir dort dann die Sensen oder sonst was. Einfach sexy Piercing-Shots. Und wenn, und Schüsse, die durch Wände gehen, wäre auch geil. Hm? Sehr schön, Bobby. Willst du fliegen? Danke. Meine Güte, erstmal die kleine Viecher töten. Diesen kleinen Mist. So. Bob, Angriff. Na, das müssen wir noch üben. So, was haben wir hier? Wir haben keine Set-Bombs leider. Also da oben auf jeden Fall nicht. Vielleicht aber weiter unten. Ansonsten will ich die Items nicht mitnehmen. Ich glaube, wir rerollen alle. Oder was macht das? Macht Spider Revenge. Irgendwas mit Spinnen. Spawn Spinnen. Okay, das lasse ich und das lasse ich auch. Okay, wir spawnen Spinnen. Anscheinend werden wir zu Spider-Man und 25 Taler. Ist jetzt nicht so prickelnd. Ja, wir können das hier mitnehmen und vielleicht mal das hier auch noch dazu. Sehr schön. Hier haben wir eine Batterie, sogar zwei. Warte mal. Ich dachte wegen... Okay, rerollen wir lieber hier. Na. Nicht so prickelnd das Ganze, nicht so prickelnd, aber hey. Also wenn ich Mega-Satan bekämpfen möchte, dann muss ich schon ein bisschen mehr an Schaden dazu gewinnen. Sonst wird das nichts. Vielleicht bekomme ich hier auch, die Leiter nach unten, genau das wollte ich sagen. Und zum Schwarzmarkt. Sexy Maxi. Das muss dann irgendwie durch. Oh, ich hätte mit dem Brimstone da durchschießen können. So, weg damit. Okay, das können wir auch mitnehmen, dann schaden wir noch schneller. An dir spiele ich auch, mein Guter. Okay, was haben wir hier?
Vielleicht die Emperor, also die Karte, die uns reinportet zum Devil Deal. Hoffentlich, Mann. Ich weiß aber nicht mehr, wie die heißt schon wieder. Oh, ich habe den Lucky Toe mitgenommen. Ups. Das würde ich gerne rerollen gleich, aber noch nicht. Speed up, okay, ganz cool. Magnet of Pain. The Chaos. I have one chance. Achso, die Chaos-Karte haben wir. Global Impact. Ja, dann behalte ich lieber die hier. Die Pille hatten wir noch nicht. Tears Up. Leck mich fett. Zwei Tears Up-Pillen. Sehr schön. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da ist die Red Candle. Red Candle. Die Red Candle. Das hier macht ein bisschen Damage ab. Ich nehme es mit. Das alles andere ist hier nicht so prickelnd, Mann. Gibst du uns noch was? Na, P-Upgrade wahrscheinlich, ne? So wie ich dich kenne. Set Bombs wäre es natürlich auch sehr interessant, würde ich sagen. Na? Na, der will uns nichts geben. Life Aid, woo! So, die Chaos-Karte haben wir hier. Es wird auf jeden Fall ein sehr langer Run, habe ich das Gefühl. Wir probieren hier alles aus, Mann. Der Kompass. Sehr geil. Hat sich gelohnt, das Spiel. Der Rest kann mir gestohlen bleiben, leider. Ich müsste theoretisch nur noch einen Raum clearen. Ach, jetzt hört er auf. Einen Raum clearen und dann... Ach, da ist noch eine Batterie. Okay. Dann würde ich sagen, rerollen wir das... Wir rerollen auf jeden Fall im Raum da unten, oder? Im Keller. Würde ich sagen. Ja, machen wir. Jetzt hör doch auf, diesen blöden C mitzunehmen. Und die Nonnenhaube. Schön. Dann warte mal, dann machen wir hier Schaden. Autsch. Autsch. Schaufel, nope. Autsch. Cancer, gar nicht gesehen. Oh, Cancer haben wir. No, wir sind ein verdammtes Maschinengewehr. Nee. Wobei das Ding auch nicht schlecht wäre. Wenn wir mal ehrlich sind. Wie die Schaufel. Okay, die Map können wir auch mitnehmen. Jetzt müssen wir warten. Ein verdammtes Maschinengewehr sind wir. Wir brauchen jetzt echt Piercing-Shots. PhD. Ja, warum nicht? Wir haben ja schon einen PhD-Effekt, aber scheiß drauf. Kriegen wir halt noch einen besseren PhD-Effekt. Ein bisschen Speed-Up. Okay. Ich will dich mitnehmen und Cancer. Magnet of Pain will ich liegen lassen. Wo habe ich die Chaos-Card liegen lassen? Verdammt nochmal. Global Impact. Ah, wo habe ich sie liegen lassen? Der Chaos. Hier ist es. Sehr schön. Oder ich nehme lieber den Wurm mit und ich mache das so. So ist sexy. Okay, Leute, so. Guckt euch das mal an. Das hat auf jeden Fall Style, ey. Die Style-Punkte haben wir auf jeden Fall sicher in diesem Run. Ich sollte vielleicht mal den richtigen Weg gehen. Ganz, also Shotspeed down wäre jetzt auch mega gut, Mann. Aber wie gesagt, Set Bombs oder Tami Set wäre jetzt auch schön. So, hier ist noch eine Batterie. Leck mich am Arsch. So, jetzt reicht's aber. Jetzt reicht's aber. Nächste Ebene, komm. Meine Güte, wir schöpfen ja die Ebenen heute aus. Das gibt's gar nicht. Und ich sollte vielleicht ein paar Leben, also Leben auf jeden Fall mitnehmen. Das wäre nicht schlecht, was? So, wir kämpfen uns direkt da oben hin. So. Und können direkt in den Shop. Da ist bestimmt Reed. Die hatten wir lange nicht mehr. Ah, tatsächlich nicht, okay. Die Stopwatch nehme ich nicht mit, weil ich eine Herausforderung will. Hier ist ein bisschen Damage ab. Ne, mein Build jetzt rerollen werde ich jetzt auch nicht. Aber das hätte ich sowas von gerne. Und der nimmt nur eine Münze. Ach. Okay, warte, wir kämpfen uns jetzt erstmal wieder durch. Yo, guckt euch mal das an. Wie geil das aussieht. Okay, wir haben hier echt nicht so geiles Zeug, würde ich sagen. Das Herz mitnehmen, den Rest brauchen wir auch nicht. Warte mal. Ich werde auch noch nicht rerollen. Also nicht die Batterie aufheben, sondern
erst das Ganze so aufladen. Na, treffen wir auch? Komm doch mal, wo ist der da? Ja, wir machen noch nicht so viel Damage. Wir brauchen jetzt irgendwie Yves Mascara oder sowas, Mann. Oder Polyphemus. Komm schon, wo bist du? Bam. Der Relic war auf jeden Fall auch eine gute Entscheidung, jetzt die ganzen Herzchen mitzunehmen. Sehr schön. Ach, wenn wir schon dabei sind, holen wir uns auch noch das hier. Dann spawnen wir noch mehr Spinnen. Ach, wir bekommen echt nicht so geile Items, Mann. Also wir kämpfen wie ein Verrückter, bis wir die guten Items bekommen. Warum? Warum tust du uns das an? Warum? Komm, lass hier rein. Nur gucken. Da sind diese Automaten, okay. Könnte jetzt an dem spielen, aber Curved Horn könnten wir vielleicht bekommen, aber ich spreng die mal lieber. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Ja, eine kleine Trollbombe. Steck dir sonst wohin. So, wir besuchen mal den Miniboss hier unten. Klopf, klopf. Oh Gott. Nicht die. So. Aber haben wir gut totgekriegt. Okay, der sollte jetzt vielleicht mal sich erholen erstmal. Zeig dich, zeig dich, zeig dich. Oh, da ist noch einer. So, hätten wir auch erledigt. Autsch. World of Heart, genau, das war das. Ich vergesse es immer. Ich Döwichen. Okay, vielleicht bekommen wir auch die Chance auf einen Angel-Deal und dann könnten wir dort zweimal rerollen, Mann. Und dann Sacred Heart oder Godhead, irgendwie sowas. Man darf ja wohl träumen, was? Na? Hier doch. Okay, wir gehen aber zurück und rerollen. Wir wollen jetzt keinen verschwenden. Bam, 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 bam. Warum nicht? Warum nicht? Jetzt schießen wir auch ab und zu Zähne. Na, wo sind die? Zeig mir die Zähne. Ja, die fliegen da so ein bisschen rum da. Sieht man ja gar nicht, weil ich so schnell schieße, Baby. Oh yeah. Oh, noch den Wupp-Wupp-Wurm. Ah, da bin ich lieber Wupp-Wupp und das hier. Nein, 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 nein. Da behalten wir Cancer auf jeden Fall. Mach das Putt hier. Ja, dann lass uns einfach mal jetzt hier rein zum Boss, oder? Global Impact. Ja, was ich halt sehr gerne hätte, wäre irgendwie, dass ich mich... Boom, Item Multiplayer. Ja, aber ich würde gerne mich reinporten in den Devil Deal. Ich habe vergessen, wie die Karte heißt. Life, it is nicht feeling loved. Global Impact schon wieder. Gems. Okay. Nee, da bleiben wir bei der Chaos-Karte und bei der Kedos-Karte und das loslegen. Let's go! Wenn die treffen, ey, wenn die treffen. Ah, wir bekommen keinen Deal oder sonst was. Ich gehe auf jeden Fall in die Chest, deswegen nehmen wir das erstmal mit. Und wir gehen auf jeden Fall zu Mega Satan. So, 38 Minuten schon. Okay, dann sollte ich mich jetzt ein bisschen beeilen. So. Da ist ein Miniboss, da ist ein Kampfraum. Schauen wir uns gleich alles an. Da kann ja, ne? Sad Bombs. Ich kann nicht aufhören, an die Sad Bombs zu denken. Die sind immer so schön gewesen, verdammt. Diese Räume sind aber nicht so schön. Ja, hier die Kreuzchen auf den Steinchen zu sehen, ist auch fast unmöglich, ey. Ich muss hier Stunden damit verbringen. So. Ja, öffnen wir alles. Wir haben hier Fate. Haben wir noch ein paar Items? Vielleicht Goathead, wenn nicht schlecht. Okay. Dann reroll ich mal, ne? Ne? Verdammt nochmal, bekommt nur Scheiße. Noch mehr Speed up. Und weg hier. Jetzt dem Miniboss Hallo sagen. Ja, lach du nur. Ist vorbei, ist vorbei.
zuletzt lacht, lacht am besten, meine Süße. Außerdem habe ich viel hübschere Hände als du. Oh, du bist jetzt sowas von zerstört. Na komm, flieg doch durch. Los, versuch auszuweichen, so wie ich es bei dir mal tun muss. So. Okay, dann würde ich jetzt sagen, gehen wir noch einmal aufladen hier. Flupsi. Autsch. The Judge. Ah, der. Okay. Mach ich noch nicht. Ich will erstmal nicht, dass die Chance sich verringert. Ich bin mir unsicher. Bei Blutspendeautomaten ist es so, das verringert deine Chance nicht. Oh, Rage. Ja. Das ist sehr gut. Sehr gut, Mann. Wir können jetzt an ihm spielen. Der macht uns wütender. Und dann adios, Mann. Ganz viele Items, die passen gar nicht mehr rein. Scheiße. Item-Multiplayer, mehr Schlüssel, sehr schön. Das ist sehr angenehm. Vielen lieben Dank. Oh, tschüss. Wiedersehen, was ist das? Merchant. Achso, da werden wir hingeportet zum, zum Dingsbums-Gegen. Balls of Steel, okay. Wir haben auch Tierstapeln, aber komm leider nicht. Falls wir nicht schon das Maximum erreicht haben. Mit Cancer gehen wir ja schon über das Maximum. Ach, ein Devil Deal. Leider kein Godhead oder Sacred Heart. Was bekommen wir denn hier so Schönes? Ich nehme Kohle auf jeden Fall mit. Und ich nehme das Rechte mit. Das macht auch noch Damage ab. Eines der besten sogar. Wie viel macht es? 1,3, ne? Ne, ein Damage ab nur. Und Tier-Delay weg. Boah, guckt euch das mal an! Oh! Das sind die schnellsten Tränen der Welt. Holy moly. So, was mache ich jetzt gerade? Ich weiß nicht, mein Gehirn hat gesagt, gehe ich hier runter. Warum gehe ich hier hin? Was will ich hier? Ach, nee, ich will ja bei dem Typen da spielen. Stimmt ja. Kann ich leider nicht aufmachen. So, komm schon, drop mir schnell was. Komm schon, drop mir schnell was. Nein. Junge, die Fire Raid. Holy moly Macaroni. Sehr geil. Ich glaube, wir hatten noch nie schnellere Tränen. Krasser Scheiß. Okay, wir können uns auch selber Schaden machen und dann rerollen. So ist es nicht. Mache ich jetzt auch mal ganz kurz. So. Das nehmen wir mit und das Erzchen hier unten. So. rerollen. Ah, Mist. Ich wollte was Besseres. Da wollte ich wieder zu viel. Alter, ich will sowas von Megasatan töten. Ich hoffe, jetzt kommt auch der alternative Megasatan. Crazy. So. Puh, wie viel Damage haben wir? Wie viele Striche? Jetzt noch Sad Onion finden und sowas. Oh mein Gott. Dies ist ja ein Isaac Porno hier. Na, was hier? Ja, lass mal direkt den Weg dann gehen zum Boss. Durch Kohle fliegen die durch den... Also wir Range up vielleicht noch ein bisschen, damit die länger im Raum bleiben und dann halt größer werden dank der Kohle. Das wäre auch nicht schlecht. Auch so eine Top-Sache. Bye, bye, ey. Okay. Leider nicht so cooles Zeug. Aber er könnte uns Schaden machen. Nein, jetzt habe ich es aufgehoben. Ich bin der Beste der Welt. So, den Bossrush machen hätte ich auch Bock. Oh, Mann, ich will alles machen mit diesen Tränen. Aber leider dauert es immer so lange, bis wir die haben. Holy moly, ich liebe den Run. Yo, was war das denn für ein langer Larry?
Hi, Levs, wie geht's dir? Alles fit im Schritt? Du hältst aber viel aus. Wir machen echt wenig Damage, habe ich das Gefühl. Sind zwar schnell, aber wenig Damage. Ah, okay, jetzt passt's. Wenn die Spinnen auch noch zulegen hier. Mit einpacken. Jetzt einen schönen Devil Deal noch. Och. Gib doch mal den Devil Deal. Na, jetzt bekommen wir keinen mehr. Außer wir können reingeportet werden. Schade. So. Jetzt kommt dieser blöde Nebel des Todes. Oh, da ist ein Raum mit einem Special-Item. Oh, die grünen Räume haben immer Special-Items. Oh, sehr geil. Sehr geil. Oh, Quadshot vielleicht? Polyphemus, Yves Mascara? Yves Mascara ist kein Special-Item, glaube ich. Sacred Heart? Ja, komm, dann ist Bob noch stärker. Aber ich hätte gerne Sad Bombs. Vielleicht finden wir in der Chest welche. Ich hoffe einfach drauf. Ich hoffe sehr drauf. Ja, ganz ungewohnt ohne Mütze hier. Dead Nebelschleier, ey. Dead Nebelschleier. Junge. Ah, nicht reingebordet, leider. Das Kisten, das ist die Chaos Card. Ja, Health Up ist jetzt nicht so nötig. Das? Da kann man ja und dann versuchen, irgendwie wegzubekommen, das Leben. Gib mal Schaden hier. Da werden wir auch noch stärker. Yeah, Baby. Okay, alles scheiß Items, ey. Gehen wir mal zu unserem Special-Raum. Junge, man sieht gar nichts, ey. Tears up. I love it! Ja, macht mich noch stärker, macht mich noch stärker! Ich bin gespannt, Leute, ich bin gespannt. Gib mir Schaden. Sehr schön. Wahrscheinlich Dr. Fetus. Brimstone! Nein! Ich will diese Träne nicht durch Brimstone ersetzen. Was soll der Scheiß? Da können wir schon mehr drüber reden. Ja, die Fire Rate ist jetzt etwas gesunken, aber... Das sieht schon sehr geil aus, Mann. Quadshot, nehmen wir mit. Hätten wir nochmal rerollen können. Hätten wir noch ein Special Item bekommen. Vielleicht Polyphemus oder so. Naja, aber Quadshot ist auch sehr sexy. Aber ich bin auch sehr traurig, dass wir keine Set Bomb bekommen haben. Ach, diese Ironie. Diese Ironie. Und wir bekommen mächtig auf die Schnauze. Der Laser. Nee, da will ich das lieber hier behalten. Dagas gibt uns noch ein blaues Herzchen. Sehr schön. Also diese Fire Rate mit Quadshot ist schon mächtig gut. Ist schon mächtig gut. Ich muss diesen, glaube ich. So, von der Reut aufheben. Ja. Dankeschön. Eieiei, das hat gut. So, hier kann man gar nicht ausweichen, so richtig, Mann. Ist gut, dass wir fliegen können. Jetzt aber erstmal rerollen und die Herzchen aufheben, wäre auch nicht schlecht. Gott, ich habe so genießt, dass mein Nacken jetzt wehtut. Au. Homing Bombs, nope. My Reflections, ja. Das ist auch nochmal interessant. Eieiei, Dead Run, ey, Dead Run. So, rein hier, besiegen. Die Chaos Card werfe ich, glaube ich, auf das Blue Baby, was hier auf mich warten wird. Das sind keine traurige Bomben. Das wüsste ich aber. Bye bye. Machen wir das auch noch einfach zum Rerollen. Ah, wieso tut jetzt mein Hals und Nacken alles weh? Alter. Crazy genießt, ey. Crazy genießt. Ha, Dr. Fetus. Nee. Oh, wer ist hier? Der Pin? Oh, Skrillex.
Du Nervensäge, du. Kapistell haben wir leider auch nicht. Hi, Pickaxe, yo, Mann. Nee, das ist alles. Das würde uns alles umbringen. Ich hätte jetzt gerne noch die Sad Onion, vielleicht, um wieder die Fire Rate dazu zu bekommen. Die fehlende. Ach, so viele Wünsche habe ich hier. Sehr schön. Gleich rollen wir den Schüsseldissel. Ach. Ich sehe schon gar nichts mehr. Und wegen dieser Guillotine ist es auch noch schwer auszuweichen. Nope. Nee, ich lass das mal einfach. Ich lass das, weil ich will noch rerollen und bessere Items bekommen. 15 Minuten schon, heilige Scheiße. Wir verlieren sehr viel Leben. Aber okay. Ist schon okay, ist schon okay. Hier können wir sprengen. Ist das als blaues Feuer oder was ist das? Kann man gar nicht sprengen. Okay, verstehe. Entschuldigung. So, ich gehe jetzt auf jeden Fall erstmal rerollen wieder. La 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 la. Den weiten Weg nehmen wir in Kauf. Auch wenn ich mich verlauf. Oh. Geil. Kann man einmal einsetzen. Piercing Shots. Geht doch, Mann. Erst gegen Ende. Einmal testen hier. Yo, sind die groß. Die sind aber riesig, Mann. Rage werden wir auch noch stärker. Null Probleme. Und Relic gibt uns immer wieder ein paar blaue Herzchen. Null Probleme. Hier waren noch irgendwo Items, oder? Du kannst weg, ey. Gut, ich würde sagen, lass uns mal bekämpfen. Dann zum Megasatan, oder? Ja. Gut, machen wir Megasatan fertig. Mega Satan kommt zu mir. Aber vielleicht finden wir noch ein paar Item-Kisten. Verdammt nochmal. Die Sucht nach Items, die muss gestillt werden. Aber es geht so schwer. Kiste? Keine Kiste? Komm schon, gib mir, drop mir was. Das hatten wir gerade schon. Ne, brauche ich alles nicht. Aber hey, wir haben was zum Rerollen. Normale Pins, okay, sehr schön. Ja, nehmen wir mit, komm, warum nicht? Oh ja, Mann. Wisst ihr, was wir jetzt brauchen? Wir brauchen jetzt Proptosis. Oh yeah. Dann haben wir wieder Tränen, die den ganzen Raum füllen. Abel, nicht schlecht. Auch sehr gut. Oh, einfach nur Fliegen-Items, okay. Ja, mach mal Schaden hier. Yes! Sad Onion! Zur Not nehmen wir dich auch mit, komm schon. Wir rollen jetzt eh woanders. Okay, wir haben da noch ein paar Räume. Aber ich mache mir mal Schaden. Nee. Immer noch nicht das, was ich brauche. Auch nochmal nach hinten schießen, warum nicht? Und ja, Luck up! Dann schießen wir öfter den Zahnschuss. Na gut, lass mal regulieren, auch wenn ich jetzt Angst habe, ehrlich gesagt. Aber hey. Ist er tot? Eieieiei. Wie ich einfach nicht sehe. Aber die Frage ist jetzt, kriege ich so Megasatan down? Wenn es überhaupt der normale ist, vielleicht kommt da auch noch die Superform. Aber ich farm hier noch ein bisschen. Falls es nicht ein Fehler ist. Bob, wo fliegst du hin? Okay, her damit. So. Machen wir noch links die Räume. Na, schon mal aufschließen. Hm. Ich hätte direkt rerollen sollen. Nein. Ja gut, das war's jetzt. Okay, dann lassen wir Megasatan töten. Let's go, ne?
Ist das alternative Mega-Satan? Nein, ist der normale. Verdammt nochmal. Ihr meintet, er kommt dann hier einfach irgendwann. Fliegt, meine Tränen fliegt. Oh, 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 Brimstone. Schön auf die Sounds achten. Ja, was soll denn hier noch passieren, Leute? Was soll hier noch passieren? Ganz ehrlich. Bob reguliert auch schon ein bisschen. Okay, das ist jetzt ein bisschen problematisch, weil ich nicht sehe, wie ich ausweichen soll. Der Engel. Autsch, nicht gesehen. Aber ich hätte mir selber Schaden machen können, aber da hätte ich zu wenig Leben für Mega-Satan, habe ich das Gefühl. Yes, okay. Jetzt kommt die zweite Form. Sehr schön. Diesmal bekämpfen wir ihn. Wir haben jetzt zweimal gegen ihn gekämpft, hier in God-Mode und immer gestorben. Diesmal habe ich das Gefühl, schaffen wir es aber. Einfach stehen bleiben. Einfach hoffen, nicht getroffen zu werden, Mann. Komm schon. Wie viel der aushält, Mann. Jawoll! Ja, Megalodon! Wir haben es geschafft, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich bedanke mich bei allen und bis zum nächsten Mal. Euer Olli. Alternativen Satan immer noch nicht gefunden. Verdammt nochmal.